Sicher ist, dass die gesetzliche Rente allein später im Alter bei den meisten kaum ausreichen wird, um den Lebensstandard zu halten. Deshalb wird zusätzlich private Vorsorge empfohlen. Und wenn man riestert, schießt der Staat auch noch was zu. Trotzdem ist das geförderte Sparen aufgrund schlechter Renditen in die Kritik geraten. Damit befassen sich die Experten heute in Berlin. Und sie meinen, dass sich das Image der Riester-Rente wieder aufpolieren ließe durch bessere Beratung und mehr Transparenz. Lohnt sich's also am Ende oder lohnt sich's nicht? Anne Meyer ist ziemlich verzweifelt. Seit Stunden kämpft sie sich durch den Dschungel an Altersvorsorgeangeboten. Die angehende Journalistin interessiert sich besonders für staatlich geförderte Produkte. In vielen Tests kommt die ja ganz gut weg, die Riester-Rente. Aber dann habe ich auch wieder neulich gelesen, dass es eben nicht so toll sein soll. Und da weiß ich jetzt auch nicht so wirklich weiter. Riester, ein Thema auf dem Altersvorsorgekongress. Die Rendite sei zu gering im Vergleich zu nicht geförderten Angeboten, hat eine Studie Ende letzten Jahres gezeigt. Das Problem ist, das Produkt ist etwas diskreditiert worden dadurch, dass einige Produkte sehr teuer geworden sind. Und der Grund dafür ist im Kern, dass die Riester-Rente nicht, wie sie ursprünglich geplant war, verpflichtend eingeführt worden ist. So, und das hat zur Folge, dass dieses Produkt verkauft werden muss. Vier verschiedene Riester-Varianten gibt es derzeit. Gefördert werden Banksparpläne, Fondspolicen, private Rentenversicherungen und Eigentumswohnungen oder Häuser. Wer 4% jährlich seines Bruttoeinkommens einzahlt, bekommt die volle Zulage vom Staat. Pro Jahr sind das je Erwachsener 154 Euro, je Kind, wenn es ab 2008 geboren ist, bis zu 300 Euro. Zusätzlich gibt es Steuervorteile. Bis auf Selbstständige kann jeder einen Vertrag abschließen. Die Experten von Finanztest empfehlen nach wie vor Riester-Produkte. Die Riester-Rente ist das Beste, was man als zusätzliche Altersvorsorge für sich tun kann auf dem deutschen Markt. Die bringt eine Rendite, was vor allen Dingen daran liegt, dass es eine staatliche Förderung gibt. Und diese staatliche Förderung sollte man mitnehmen. Zumal diese Form der Vorsorge in Zeiten der Finanzkrise sicher sei. Eingezahlte Beiträge und staatliche Zulagen werden garantiert zurückgezahlt. Wichtig allerdings, vorher Angebote vergleichen. Und wer einen überteuerten Altvertrag hat, sollte diesen nicht kündigen, sondern beitragsfrei stellen. Mehr Produkttransparenz und eine bessere Beratungsqualität. Die Ministerin will dies gesetzlich regeln. Es geht zum Teil eben auch um diese Einführung des Produktinformationsblatts. Es geht aber auch um die Möglichkeit, besser wechseln zu können, zum Beispiel die Wechselkosten zu reduzieren oder zu deckeln. Das sind die wesentlichen Punkte. Auf das Gesetz will Anne Meyer nicht warten. Sie hofft auf einen Berater bei der Verbraucherzentrale, der ihre Fragen beantwortet. Ein Podcast von das Erste.de.